Ah, jetzt habe ich meine Serie versäumt. Hallo, ich bin Dr. Legomann und ich werde euch heute durch unsere kleine Dokumentation über das Fernsehen der Zukunft führen. Vorrangig werden wir über das Thema Streaming sprechen. Die Übertragung von Internetfernsehen wird über Videostreams realisiert. Bevor ich aber mit der Streaming-Technologie fortsetze, solltest du vorab über die klassische Fernseh- und Radioübertragung Bescheid wissen. Das ist Lego City. In dieser Stadt befindet sich ein zentraler Sendemast. Dieser Sendemast sendet Signale an die umliegenden Häuser. Jedes Haus entscheidet für sich selbst, ob es das Signal weiterverarbeitet. Dieses Verfahren nennt man Broadcasting. Beim Streaming hingegen handelt es sich nicht um Rundfunk. Jedes Haus kann auf seinen eigenen Wunsch hin eine eigene Verbindung zum Sendemast aufbauen, wie du hier durch die gelben Bausteine sehen kannst. Für jede Verbindung zwischen einem Haus und der Sendestation wird eine gesonderte Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufgebaut. Der Sendeturm akzeptiert die Verbindung und beginnt einen Stream an den Client zu senden. Dies wird hier durch die roten Bausteine symbolisiert. Das Haus kann dann selbst bestimmen, wie lange es den Stream empfangen will. Wenn das nicht mehr gewünscht wird, schickt es ein Abbruchsignal. In der Realität handelt es sich bei der Sendestation um einen Streaming-Server. Wie bereits erwähnt, ist der Streaming-Server von zentraler Bedeutung für das Streaming. Seine besonderen Funktionen werden deutlich, wenn man ihn mit einem normalen Webserver vergleicht. Prinzipiell kann man auch auf einem Webserver umfangreiche Multimedia-Dateien bereitstellen. Allerdings gelangen diese dann bei Download in einem Rutsch zum Benutzer. Das heißt, sie müssen vor ihrer Wiedergabe komplett heruntergeladen werden. Die roten Steine stehen in diesem Fall für den Download und die gelben Steine für Streaming. Das Haus mit dem Download kann erst mit dem Film beginnen, wenn alle roten Steine empfangen wurden. Das Haus mit dem Stream hingegen schon, sobald das erste Paket das Haus erreicht. Der Client ist der Endbenutzer, der Empfänger des Streams. Die wichtigste Voraussetzung ist die Anbindung an ein Netzwerk bzw. an das Internet. Damit das Streaming gut funktioniert, benötigt der Server eine gute Hardwareausstattung. Erfüllt der Server die entsprechenden Voraussetzungen nicht, kann es passieren, dass der Server abstürzt, wenn zu viele Clients vom Server einen Stream beziehen. So, wir kommen jetzt zum Ende. Dank Fernsehen der Zukunft kann der Mann seine Serien sehen, wann er will. Es ist auch egal, dass er eingeschlafen ist.